Ich bin noch ganz außer Puste, aber ich musste ja unbedingt noch Shinnok verfolgen. Aber hey, jetzt können wir mit ihm spielen und ich kann mir schon denken, was er spielen möchte. Als ich die Geschichte über den Pokepark hörte, kam ich zusammen mit den anderen hierher. Ach übrigens, wenn du an einem der Spiele teilnimmst, wird für jedes Pokémon ein persönlicher Rekord festgehalten. Man nennt dies auch seine Bestleistung. Hey, was sagst du? Wollen wir eine Runde fangen spielen? Och, ich hab dich doch vorhin schon gefangen. Jetzt muss ich dich nochmal fangen? Na gut, lauf mal vor. Direkt da drüben ist ja schon Loturzel und Loturzel Nummer 2. Und diese Runde Partie haben wir ganz schnell geschafft. Juhu! Ach Mann, ich hab verloren. Sowas Ärgerliches aber auch. Du bist ganz schön stark. Lass uns Freunde werden. Ich bin ziemlich flink. Rufe mich, wenn du beim Schüttelsprint Hilfe brauchst. Falls wir jemals wieder daran teilnehmen sollten, werde ich nochmal daran denken. Vielleicht. Und jetzt ist noch Loturzel hier. Loturzel, schau mir in die Augen. Loturzel? Loturzel? Vor langer Zeit soll der Pokepark nichts weiter als ein matschiger Klumpen tief am Boden der See gewesen sein. Ich will auf keinen Fall, dass es hier irgendwann wieder so aussieht. Na, wie wär's mit einem Kampf? Können wir gerne machen. Ja, dann schieb auch eben deinen Kumpel aus dem Weg. Der erste Angriff geht schon mal an mich. Schack, komm, was hast du mit gegenzusetzen? Eine Achtknarre, die ins Leere zielt. Das war nicht besonders schwer. Ich habe von Loturzel aber auch nicht so viel erwartet. Ich mag zwar verloren haben, aber dafür hatte ich jede Menge Spaß. Lass es Freunde werden. Damit sind viele Loturzel nun alle deine Freunde. Na, das ist doch schön. Wie viele Freunde haben wir jetzt eigentlich? Moment, da steht er hier. Wir haben 27 Freunde. Das ist schon mal eine beachtliche Zahl. Na, ich glaube, Tropius bekomme ich so schnell nicht zu Gesicht. Verlassen wir also erstmal die Grünzone. Denn wir sollen ja jetzt mal langsam zum Treffpunkt laufen. Smetbo, pack dich doch nicht so mitten im Weg. Einmal noch an Shelterer vorbeiflitzen und dann am Wiedefel. Boah, und ich komme natürlich nicht zwischen den beiden durch. Man sollte übrigens vorsichtig sein, wen man hier anrumst. Manche Pokémon nehmen einem das dann schon ziemlich übel. Zum Treffpunkt gehen? Genau da wollen wir hin. Und wir laufen ganz entspannt, bis wir den Treffpunkt erreicht haben. Und da ist es also, ein etwas karger Baum. Da müssen wir aber was dran ändern. Oh, wer hat denn hier seinen Laden? Traunfugil und Driftzeppeli. Und Elektrik und Krebskorb stehen auch dort. Ja, wir werden hier viele Pokémon treffen, deswegen heißt es der Treffpunkt. Ach, und wer ist denn da wieder? Unser Fremdenführer am Pokepark. Ah, ich habe gehört, dass du alle Probleme der Grünzone gelöst hast. Du bist echt ein Superstar. Da fällt mir nur ein. Ich muss dir was sagen. Ich habe deiner Freundin Indivia auch ein Pokepark-Album gegeben. Das ist dein erster Besuch hier am Treffpunkt, richtig? Lass mich dir ein paar wichtige Infos darüber geben. Der Treffpunkt findet sich in der Mitte des Pokeparks. Durch seine 5 Tore gelangst du in die verschiedenen Zonen. Der Treffpunkt ist auch ein Ort, wo du auf Pokémon aller Zonen triffst. Sag doch Driftzeppeli, Traunfugil und Electek schnell mal Hallo. Sie werden dir von nun an helfen. Na dann sagen wir natürlich gerne Hallo, wenn sie mir helfen. Ach, und wer ist denn auch hier? Indivia. Das kleine aufmerksamkeitssuchende Wesen. Ich habe von Paula ein Album geschenkt bekommen. Das ist aber schön. Dann werden angeblich die Namen aller Pokémon aufgeführt, mit denen man sich angefreundet hat. Aber für Wettstreiter habe ich ehrlich gesagt kein großes Talent. Also habe ich etwas nachgedacht. Siehst du den großen Baum dort? Er ist ja nicht zu übersehen, ne? Da hat offenbar jemand damit begonnen, einen Baum auszubauen. Ich möchte die Bauarbeiten daran gerne abschließen und all unsere Freunde dort einladen. Was hältst du von der Idee? Na, klingt gut. Und dann machen wir da oben Party! Aber erstmal brauchen wir mehr Freunde. Und hey, ich denke mal, Electek wäre ein guter Freund.
Hey, wenn du auf Stärke aus bist, bist du bei mir Gold richtig. Für nur ein paar Bären trainiere ich deinen Donnerblitz mit dir. Später werden sich außerdem noch einige meiner Kollegen hier am Treffpunkt einfinden. Sie alle haben ein bestimmtes Spezialgebiet, das sie bereit sind, jedem gewillten Pokémon etwas näher zu bringen. Meine Kollegen und ich haben nur eins im Sinn. Pokémon zu trainieren, die bereit sind, ein wenig Spaß mit uns zu haben. Im Treffpunkt gibt es einige Pokémon, die dir dabei helfen, deine Fähigkeiten aufzupolieren. Der Trainingseffekt wird dir dabei helfen, Wettstreit zu gewinnen. Um eine Fähigkeit aufzupolieren, benötigst du Bären. Sammle so viele wie möglich und werde stärker, oder um stärker zu werden. Wer im Umgang mit Attacken vom Typ Elektro besser werden will, ist bei mir an der richtigen Adresse. Hättest du nicht auch gerne etwas mehr Reichweite für deinen Donnerblitz? Für nur 350 Bären helfe ich dir, deine Fähigkeit aufzupolieren. Ja, das ist zwar teuer, aber längere Reichweite kommt immer wie gerufen. Gut, dann zeige ich dir nun einige Kniffe für den Donnerblitz. Und wie fleißig Pikachu da rangeht. Und in 5 Sekunden haben wir es gelernt. Und Krebskor freut sich für uns, das ist doch nett. Und das war's, jetzt fühlst du dich gleich viel schlauer, was? Na, wenn du sagst, dass das jetzt besser ist, dann müssen wir es gleich mal testen. Nicht gähnen hier. Aufgewacht. Scheint sich nicht daran zu stören. Krebskor, wie sieht's mit dir aus? Er blockt das knallhart ab. Krebskor! Ahoi! Hey, hey, vorhin sind ein paar Pokémon aus der grünen Höhlenzone in die Strandzone gekommen. Das können sie ruhig öfter machen. Darf ich denn hier rein? Krebskor, lässt du mich rein? Ich möchte echt gerne an den Strand. Na gut, dann nicht. Dann hüpfen wir hier eben ein bisschen rum mit der ungelenkigen Sprungsteuerung. Traunvogel, wo bist du? Ich hab dich gehört. Da hast du deinen Stand. Traunvogel, willkommen in meinem Fotostudio. Weißt du schon, wie man ein Foto schießen kann? Schieße doch mal ein Foto. Drücke auf Minus, um ein Foto zu schießen. Insgesamt gibt es 2 Wege, um einen Schnappschuss anzufertigen. Nummer 1 betätige Minus, um auf der Stelle ein Foto zu machen. Ja. So kannst du dich selbst Pikachu mit ablichten lassen und zusammen mit deinen Freunden aus dem Pokéball posieren. Oder wir machen das mit der Wii-Fernbedienung und zielen. So ein bisschen Pokémon-Snap-mäßig. Ach ja, übrigens. Warum zur Hölle gibt es noch kein zweites Pokémon-Snap? Ich bin enttäuscht. Übrigens, wer möchte von euch noch, dass es ein zweites Pokémon-Snap gibt? Der soll das mal bitte in die Kommentare schreiben. Nicht, dass ich der einzige Mensch bin, der so ein Spiel haben möchte. Oh, du siehst aus, als hättest du noch nie ein Foto geschossen. Ja, normalerweise gehen ja Pokémon auch nicht mit Kameras um. Oh, ein Film als Startkapital, das nehme ich doch gerne an. Hier, da passen 30 Fotos drauf. Wie wär's, wenn du gleich mal ein Foto schießt, bevor du die nächste Zone aufbrichst? Na gut, dann machen wir mal ein Foto. Oh, das wollte ich eigentlich so nicht machen. Okay, ich wollte cool posieren und dann mache ich sowas. Yay! Dieses Foto speichern. Jo. Pikachu sieht irgendwie so aus, als ob es in der Luft irgendwie so an was hängen würde und schläft. Aber okay. Electek, na? Alles klar bei dir? Machen wir nochmal ein Foto. Haha! Dieses Foto speichern. Ja, das ist doch mal ein netter Schnappschuss. So, jetzt aber genug Fotos gemacht. Wir wollen ja hier noch mit den Pokémon reden, die sich hier aufhalten. Kognodon. Und hier ist Kognodon. Kognodon, du bist mit diesen Typen aus der Grünzone befreundet, sagst du? Dann darfst du nicht durch das Tor. Will ich auch gar nicht, Mann. Muss dich gar nicht so aufspielen, als ob du hier der Obermacker wärst. Pionskora, ich soll das Tor für dich öffnen? Die Gegend dahinter ist völlig anders als alle Zonen, die du bisher bereist hast. So ziemlich jede Zone wird jetzt anders sein als die, die ich bisher bereist habe. Ich war bisher nur in einer, du Schlauberger, du. Ich kann dich hier auf keinen Fall durchlassen. Och, Menno, wird mich auch überhaupt mal irgendjemand wohin lassen? Triff Zeppeli, wie geht's? Hallo, kleine Abenteurer. Ich habe von deinen Heldentaten gehört. Vielen Dank, dass du die Pokémon der Grundzone befreit hast. Jetzt kann ich endlich auch wieder mein Geschäft eröffnen. Prüfe in den Zonen, die du von nun an durchschreitest, die Schilder der Driftzeppeli-Halte. Dann schicke ich einen meiner Mitarbeiter zu dir. Für nur ein paar Bären bringe ich dich in die Zone deiner Wahl. In der Grundzone warst du bereits.
wartet bereits einer meiner Mitarbeiter auf dich. Genau das wollte ich sagen. Du musst dann also nicht erst extra den Driftzeppeli halt prüfen. Driftzeppeli? Na, ich will erstmal nicht wo irgendwo hin. Ist schon okay. Driftzeppeli? Alles klar, du weißt ja, wo du mich findest. Komm ruhig mal wieder. So, jetzt habe ich alle angesprochen. Plaudergeil. Sag mir, was muss ich jetzt tun? Hey, wo ist er? Plaudergeil! Plaudergeil, wo bist du? Ich finde dich sowieso. Was ist denn eigentlich mit dem Baumhaus? Versteckt sich hier jemand? Noch total tote Hose hier. Keiner da. Hi, Ndivi. Ich dachte, du wolltest was fleißig bauen, aber das hat sich wohl auch erledigt. Boah, was... Ah, Traunvogel möchte noch was. Dann sprechen wir doch mal flugs mit Traunvogel. Hihi. Hast du noch nicht jetzt Foto von mir schießen können? Oh ja, und was für eins? Was du hier im Park fotografierst, bleibt ganz allein dir überlassen. Dein Auslöser lässt sich sogar während der Spiele betätigen. Hier im Fotostudio kannst du dann deine fertigen Abzüge begutachten. Ich möchte aber jetzt erstmal nicht gucken. Jetzt möchte uns Krebskorb was mitteilen. Ahoi, hey, hey! Du hast eine Nachricht von dieser Flor an Napoleon? Oi, oi, normalerweise darf ich hier ja niemanden durchlassen. Aber Empolions Laune bereitet mir echt Kopfschmerzen. Du darfst ausnahmsweise durch. Bitte hilf Empolion. Na, wie weit man kommen kann, wenn man ein bisschen mit den Pokémon einfühlsam redet. Dann auf zur Strandzone, packt eure Badesachen ein. Ich hoffe, ihr seid in Schwimmstimmung. Und mit Vollgas geht's ab in die Strandzone. Da freue ich mich schon drauf. Das ist so ziemlich meine Lieblingszone. Warum wohl? Ich mag Wasser-Pokémon. In der Strandzone gibt's Wasser-Pokémon. Und es ist alles ganz chillig und entspannt hier. Yeah. Hier würde ich noch lieber Urlaub machen. Aber am besten nicht da, wo gerade Garados ist. Und Imperator ist auch da. Boah, ich liebe Imperator. Yay, das sieht ja alles ganz beschaulich hier aus. Was habt ihr denn da zu besprechen? Der Schrei zwischen Gerardus und Impergator war ganz schön heftig. Nahezu alle Verbindungsbrücken zwischen den Inseln liegen in Trümmern. Gerardus und Impergator waren doch früher einmal gute Freunde. Ich frage mich, wie es nur zu jedem Streit kommen konnte. Was? Los, sag schon! Die Erde bebt. Wow, wo kommt das denn her? Ha, das hat mir jetzt aber einen Schrecken eingejagt. Zuerst dachte ich, die beiden hätten wieder angefangen zu streiten. Aber dem ist wohl nicht so. Was mag das nur gewesen sein? Habt ihr mich auch mal bemerkt? Du bist sicherlich neu hier, nicht? Willkommen in der Strandzone. In letzter Zeit schaut kaum noch jemand hier vorbei. Achso, verstehe. Du hast dich in die Strandzone begeben, um Empolion zu treffen. Über das Meer gelangst du von hier aus in die Eiszone. Ja, aber ich bin ja noch nicht mal hier fertig. Lass mich doch erstmal hier gucken. Für dich ist es zu weit, dorthin zu schwimmen. Bitte doch Labras auch, um dich mitzunehmen. Sie hält sich meistens in der Bucht auf, der anderen Seite der Brücke auf. Tauboga! Hey, Tauboga! Halt! Warte! Und weg ist es. Okay, wo ist jetzt Fleckmon? Da ist Fleckmon. Und Azurill. Wollen wir doch mal ein bisschen spielen. Fleckmon? Hoffentlich versöhnen sich Garados und Pergator bald wieder. Wie bitte? Achso, du willst Fangen spielen, nicht? Ja, mit mir? Dem Master of Speed? Klar doch. So, dann düse ich mal los. Streng dich an, mich zu fangen. Ich gehe schon mal so langsam vor. Fleckmon, das heißt Fangen spielen und nicht spazieren gehen. Hallo, okay. Wow, das dreht sich. Es hat sich in dieser Umdrehung wahrscheinlich mehr bewegt als in einem Monat. Fleckmon? Mein lieber Herr Gesangsverein, du bist vielleicht schnell. Anders als ich. Lass uns Freunde sein, mit dir zu spielen macht viel Spaß. Deine Ausstrahlung ist ein echter Magnet für neue Freunde.
Yay, man kann sich glücklich schätzen. Hydropi! Ja, ich will lieber Hydropi als Freund haben. Nächstes Mal schließen wir Freundschaft mit Hydropi. Da freue ich mich drauf. Also, geladen geht's weiter. Nächstes Mal.